Herr Toskuzil, rechnen Sie mit Stimmzuwächsen oder Stimmverlust? Stimmverlust ist eigentlich ja bereits passiert. Das heißt, da kann ich nichts mehr verlieren. Ich habe meine Stimme gegen 10.000 neue Stimmen eingetauscht. Die Leute schätzen ja auch sehr meine Offenheit. Sieh was, du solltest die Haare nicht so färben. Fällt das auf, oder was? Steh zu dem Grauen. Ich bin der Graue. Du solltest der Brünn tragen. Okay. 60 Jahre Pensionistenverband im Burgenland. Ich gratuliere auf das Herzlichste. Uns Burgenländerinnen und Burgenländern geht's so gut. In 5 Jahren kann sogar der Pensionistenverband in Pension gehen. Palim, palim. Mahlzeit. Habt schon was gegessen? Geht's Ihnen schon was gegessen? Habt schon was gegessen? Ja, leider funktioniert der coole Slogan vom Sebastian Kurz nicht bei mir auch gleich. Ich stehe auch im Schatten vom Toskuzil. Ich brauche jetzt, glaube ich, dringend eine Hilfe aus Wien. Da Sebastian, Sebastian, Sebastian. Danke. Da, Mikro. Sebastian. Ja, im Burgenland haben wir offensichtlich ein Problem, nämlich, dass die Burgenländer keine Probleme haben. Deswegen müssen wir erst Probleme dort schaffen und dann werde ich aus Wien diese Probleme lösen. Das ist die bewährte Methode nach dem Prinzip Make Trouble, Gain Double. Bravo. Werden wir jetzt den Hammer hinschicken. Schau, schwärmer für Schweinerei sorgen, ne? Bin ich wieder dabei. Ja, sehr gut, passt. So, liebe Burgenländer, Burgenländerin, ich bin euer beliebter Innenminister. Was ihr hier seht, das ist ein Countdown. In 95 Tagen wird es ein Asylzentrum für alle Ausländer nur im Burgenland geben. Ja, freut euch drauf. Die Grünen werden nichts dagegen haben, weil der Countdown geht mit Ökostrom. Ja, habe ich vorgesorgt. Ja, freut euch drauf. Burgenland heute. Eine Alarmmeldung für sämtliche Burgen und Länderinnen. Der bösartige Innenminister Nehammer plant ein Asylzentrum im Burgenland. Ein gemeiner Anschlag auf unser gemütliches Land. Ja. Wie wird Burgenland reagieren, frage ich das Burgenland in Person. Das Burgenland wird mit voller Härte zurückschlagen. Wie Sie wissen, alle Wege aus dem Burgenland führen nach Wien. Und wenn der Nehammer glaubt, dass er uns da ein Asylzentrum hinbauen kann, dann werden wir die Leute einfach durchwinken auf Wien. Das haben wir schon einmal gemacht und das soll bitte keine Drohung sein. Das ist eine Empfehlung. Pass auf, wer da am Bahnhof voller ankommen wird. Das ist ja Wahnsinn. Sobald in der Früh komme ich noch mal ins Haus. Ja, früher aufstehen, wenn man mit mir zusammenarbeiten will. Ich krieg die Augen nicht auf. Gibt's was zu lernen, Werner. Ja, so eine Behandlung haben die Burgenländer und Burgenländerinnen nicht verdient. Ich habe sofort eingegriffen, ja, habe den Verantwortlichen hier dingfest gemacht. Ja. Er geht jetzt auf die Knie vor den Burgenländern und entschuldigt sich in aller Form für diese Aktion. Es tut mir sehr leid, lieber Sebastian, dass ich eigenmächtig da irgendwas entschieden habe. Ich habe dich enttäuscht, aber ich werde es nie wieder machen. Ich hoffe, du kannst mir noch ein letztes Mal verzeihen, lieber Sebastian. Ich bin schuld, ich bin es leider. Ein letztes Mal und wenn Sie wollen, dass das alles so bleibt, dann müssen Sie am Sonntag ÖVP wählen. Gut, alles klar? Also, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich noch ein bisschen traumhappert bin, aber ich bekomme vor, als war ich da in einer Inszenierung gerade aufgesessen. Also, ich muss jetzt arbeiten, Werner, ich deswegen kann dir nicht zuhören. Zeit, oder was? So. Das kann nicht wahr uns sein. Uns habt schon gegessen, ja? Nein. Wir sind im Dienst, wir uns dürfen nicht gegessen, essen. Ja. Wir dürfen nicht gegessen, sind im Dienst. So. Ja, die Wahl im Burgenland ist entschieden. Toskuzil hat gewonnen und die große Frage lautet, jetzt bleibt er im Burgenland die nächsten 5 Jahre oder geht er nach Wien? Das muss keinesfalls ein Widerspruch sein. Ich habe der Pamela Renny Wagner jetzt gezeigt, wie man siegen kann. Und ich war doch nicht der erste Burgenländer, der tagtäglich auf Wien einbindelt. Freundschaft! Masche! Vielen Dank!